Kerzen werden in Gedenken an die beiden Polizisten entzündet. Viele Menschen sind gekommen, um an der Gedenkfeier teilzunehmen. Neben Angehörigen ist auch Innenminister Boris Rhein erschienen. Ein Blumenkranz erinnert an die Geschehnisse vor 25 Jahren, als der 43 Jahre alte Hauptkommissar Klaus Eichhöfer und der 23-jährige Polizeimeister Thorsten Schwalm während Auseinandersetzungen mit Demonstranten tödlich von Schüssen getroffen wurden. Unter den Gästen befinden sich viele Kollegen, die damals schon im Polizeidienst waren. Mit jedem Stichwort, was uns damals begleitet hat, fällt einer ganzen Generation von Polizisten eigentlich im Grunde genommen Jahre an der Stadtbahn ein. Ich war etwa 7 Jahre im Einsatz an der Stadtbahn. Wir waren jeden Sonntag draußen im sogenannten Sonderspaziergang. Und jedem der Kollegen, der die Bilder sieht, läuft heute noch Gänsehaut über den Rücken, wenn man das nochmal nachempfindet. Anlässlich der 25. Jährung der Ereignisse ist eine Ausstellung auf dem Gelände der Polizeiwache Mülheim, wo die beiden Polizisten früher gearbeitet haben, eröffnet worden. Die Vergangenheit wird auf den Bildern wieder lebendig. Der Protest gegen die Startbahn West war einst von der breiten Masse der Bevölkerung getragen worden. Alt und Jung machten sich regelmäßig zu sogenannten Sonntagsspaziergängen auf, um ihren Protest kundzutun. Doch der Protest spitzte sich zu. Irgendwann lieferten sich Demonstranten regelmäßig Gefechte mit der Polizei. Doch zum Zeitpunkt der Tötung der beiden Polizisten war die Bewegung schon ziemlich zerfallen. Umso dramatischer, dass es zu den tödlichen Schüssen kam. Man geht heute höchstwahrscheinlich von einem Einzeltäter aus, der wegen Totschlags zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde. Für die Kollegen von damals ist die Erinnerung auch heute noch ganz real. Ich war damals auf dem Weg zur Arbeit und habe über Radio gehört, dass es an der Stadtbahn zu den zwei Morden gekommen ist. Wir sind dann im Grunde genommen am nächsten Tag gesammelt worden, sind an die Stadtbahn gefahren und haben dort Einsatzlagen bewältigt, die dann im Nachgang zu tätigen waren. Aber ich war unterwegs im Grunde genommen zur Arbeit und habe das über Radio gehört damals. Es war das bisher erste und einzige Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass es zu einer Tötung von Polizeikräften im Rahmen von Demonstrationen kam. Sie bedeutete das Ende der Anti-Startbahn-Bewegung. Es war in gewisser Weise auch ein Wendepunkt. Der Innenminister vermutet, dass sich heute der Konflikt zwischen Polizei und Protestlern nicht mehr derart zuspitzen würde. Es ist aus meiner Sicht der Kulminationspunkt einer Entwicklung, die am Ende nur noch sprachlos war. Von der einen Seite wie von der anderen Seite. Eine Entwicklung, die entstanden ist aus der Schwäche, miteinander die Dinge zu beratschlagen. Wir haben wieder ein Ereignis gehabt, nämlich jetzt den Bau der Landebahn hier. Und diesem Bau ist eine ganz lange Mediation vorausgegangen. Möglicherweise hat dieser Prozess dazu geführt, auch wenn viele heute sagen, es ist möglicherweise zu wenig kommuniziert worden, aber vielleicht hat der Prozess dazu geführt, dass es nicht zu dieser Verschärfung gekommen ist bislang, dass der bürgerliche Protest, der ja vorhanden ist, ein anderer Protest ist. Ein Protest, der vom Kopf ausgeht und der nicht mit der Faust geführt wird. Zum Abschluss gedachte der Innenminister den beiden Polizisten mit einer Kranzniederlegung.